Und wer das Gespräch führt, ist natürlich ganz entscheidend, denn ich begrüße ganz herzlich Linda Zervakis, die gemeinsam mit Elton auch durch die Show führen wird. Einen schönen guten Tag. Dankeschön. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz für unser Lied für Lissabon. Wie Sie sehen, dieses Mal ist alles neu, auch an mir, an einigen Stellen nur. Elton lässt sich entschuldigen, der ist noch ein T-Shirt kaufen für Donnerstag, ist ja ein besonderer Anlass, da wird er sich diesmal auch ganz viel Mühe geben. Und ja, wir können nur sagen, auch neues Glück sozusagen. Also Sie wissen ja, in der Vergangenheit stand Deutschland bei der Punktevergabe nicht so weit oben. Wir haben einiges getan in den vergangenen Wochen und Monaten, um das ein bisschen zu ändern. Wir wollen quasi, um in der Fußballsprache zu bleiben, die untere Tabellenplätze verlassen, um weiter oben mitzumischen. Und dazu haben wir uns Leute gesucht, die sich mit dem ESC besser auskennen und die in den vergangenen Jahren irgendwie immer auch dort die Leute gesehen haben, die auch ganz viele Punkte geholt haben. Die haben wir über soziale Netzwerke gefunden. Am Ende sind 100 Leute dabei rausgekommen. Das ist unser 100-köpfiges Eurovision-Panel. Und es gibt noch eine internationale Expertenjury, die besteht aus 20 Menschen, die in ihren Heimatländern auch schon mal in der Jury saßen. Und diese 120 Menschen haben uns geholfen, aus möglichen 4000 Teilnehmern am Ende 6 Finalisten rauszusieben. Und eine davon werden wir nach Lissabon schicken. Und dann hoffen wir, dass das mit der Punktevergabe ein bisschen besser aussieht, ohne jetzt jemanden unter Druck setzen zu wollen. Da hat sich der NDR einfach gedacht, sollte am Donnerstag irgendwas schiefgehen, dann kann sie zur Not einfach noch das Wetter vorlesen. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem Urgestein des Eurovision Song Contest, nämlich Peter Urban. Peter, komm doch einmal bitte auf die Bühne. Dir zollt natürlich auch irgendwie... Ach so, soll ich runterkommen? Komm, ich komme einfach runter. Ich komme runter. So. Peter, ich habe ja gesagt, alles neu. Bei dir dieses Jahr auch quasi? Ja, diesmal, also genau wie vor 2 Jahren, kommentiere ich auch während der Sendung. Das ist dann so ein Gefühl wie beim richtigen ESC. Das ist mal anders, aber es ist auch schön, das mal anders zu machen. Wir haben auch tolle Kandidaten, 6, die wir ja gleich sehen werden. Da kann man auch was sagen, weil die sind also... Jeder in seiner Art, echt, wirklich ganz, ganz hervorragend, ernsthafte Musiker, die sich engagiert haben und die wirklich überzeugend sind. Und insofern, das ist auch ein Unterschied zu früheren Jahren. Bei dir ist es so, du bist sozusagen das wandelnde ESC-Lexikon, ne? Also wie lange bereitest du dich darauf vor? Wie schaffst du dir das alles drauf? Und wann fängst du damit an? Also ich fange erst in den Wochen davor an. Das Lexikon sitzt hier vorne, Jan Feddersen. Der weiß viel mehr Details. Nein, ich bereite mich dann auf die Show vor, wenn man weiß, welche Lieder aus den verschiedenen Ländern an den Start gehen. Aber ganz ehrlich, der letzte Eindruck in Lissabon oder in Kiew oder wo immer, der ist der wichtige. Ob man vorher Videos guckt und irgendwelche Infos sammelt, ob der mal irgendeinen Casting-Wettbewerb gewonnen hat, es ist wirklich so wurscht. Das ist echt so egal. Nein, was dann auf der Bühne stattfindet, am Ort des ESC, das ist wichtig auch für den Kommentar und auch für das Ergebnis nachher, logischerweise. Ja, wir lassen uns dieses Jahr überraschen. Vielen Dank, Peter. Und dann würde ich sagen, stelle ich Ihnen jetzt den ersten Kandidaten vor. Es ist ein junger Sing- und Songwriter aus München. Er nennt sich Xavier Darcy und aufmerksame Zuhörer werden darin vielleicht schon ahnen. Er hat britische und französische Wurzeln. Er hat im letzten Jahr sein Debütalbum veröffentlicht, das nennt sich Darcy, was in den Top 50 Charts der iTunes Charts sofort vertreten war. Und hier ein kleiner Eindruck. Servus, bonsoir and good evening Europe. In the morning when the Dimax goes, they'll find out their dreams been sold. Mein Name ist Xavier Darcy, ich bin 22 Jahre alt. Für mich ist ESC Europa. Ich bin ein Europäer. Alle. Mein Papa kommt aus Frankreich und meine Mama kommt aus England und ich bin in Schottland geboren. Irgendwann mal sind wir nach München gezogen und ja, das hier ist meine Stadt. Ich wohne hier in München seit 10 Jahren. Alle, alle sind
Der Xaver, der schreit doch nur. Der schreit doch einfach nur so rum die ganze Zeit. Was soll das denn? Ich war früher im Domchor in München. Ich habe sehr viele Zeit in der Kirche verbracht und viel gesungen. Nach dem Abi bin ich erstmal zur Universität und habe was Seriöses gemacht. Und dann nach einem Jahr habe ich gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Ich will doch Musik machen. Meine Identität ist echt schwer zu beschreiben, weil ich die Hälfte meines Lebens schon in Deutschland verbracht habe. Aber gleichzeitig denke ich auf Englisch, schaue französische Filme und es ist so ein stranges Mischmasch. Ich denke nur noch an Lissabon. Da Deutschland zu vertreten, das ist einzigartig. Und ich glaube, also ich weiß, was, ich glaub's nicht, also ich weiß, ich kann's. Also ich weiß, dass wir den perfekten Song haben. Alles ist möglich beim BSC. Jeden Musikstil, aber man muss für den Moment sorgen. Also du musst die Leute mitreißen mit deiner Performance. Ich kann nur eins sagen, das, was die Leute auf der Bühne sehen, bin ich. Es ist einfach ein Typ mit Gitarre, der da irgendwie versucht, seinen Scheiß zu machen. Der Dachi Xaver. Just ain't worth the fight. Jonah, I know I've had a few. But I just can't stop thinking of you. Ich soll noch mal kurz darauf hinweisen, dass der Sound hier nicht so... Ja, genau, Sie können gerne klatschen, natürlich. Das haben wir mit Absicht gemacht, damit wir noch ein bisschen Luft nach oben haben bis Donnerstag. Da bist du, Xavier. Jonah Hi. Ist dein Song, ne? Genau, ja. Der ist entstanden in dem Songwriting Camp in Berlin und du hast ihn zusammen mit 4 Leuten geschrieben. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn 4 Leute an einem Song arbeiten? Das war das erste Mal für mich. Ich habe noch nie so ein Songwriting-Camp gemacht und ich habe keinerlei Erfahrung in sowas. Bisher habe ich immer alles alleine geschrieben und ich glaube, es kommt wirklich auf die Synergie an zwischen den einzelnen Songwritern, zwischen den Musikern. Und ich hatte den großen Glück, am zweiten Tag mit 3 wunderbaren Songwritern zu arbeiten. Thomas Stengart, der Only Teardrops geschrieben hat, Axel Ernström, der als Paradise Oscar beim ESC aufgetreten ist, und Lauren Nina Giertz, die eine junge Singer-Songwriterin aus Holland, und 3 wunderbare Menschen, sehr europäisches Team. Und irgendwie, wir haben direkt vom Anfang gemerkt, wow, wir könnten eine Band sein. Das war so organisch, das hat sich so natürlich angefühlt. Und es war fast gar kein Songwriting-Camp für mich. Es war, wie gesagt, fast, als ob wir Kumpels, als ob wir eine Band wären. Also ist es dann so geflutscht auch? Also war das ziemlich schnell klar? Dass ja, das, ja? Es war ein toller Tag. Ich bin da reingekommen am Morgen und ich habe gesagt, hey, also ich habe morgens noch joggen hier in Berlin. Ich bin vom Hotel bis zum Reichstag gejoggt und zurück. Also ich war richtig motiviert. Und beim Joggen ist mir irgendwie
so eine Melodie ins Ohr gekommen. Und dann bin ich ins Studio reingegangen und habe mich kurz vorgestellt. Ich habe gesagt, hey, ich habe so eine Idee. Und habe es vorgespielt und dann ist es einfach gelaufen. Es ist so schnell gegangen. Ich konnte nicht mal zum Mittagessen. Ich habe gesagt, hey, ihr geht mal was essen. Ich mache einen Song weiter. Ich habe Bock. Vielleicht sollte ich auch mal anfangen mit Singen. Dann klappt das bei mir mit dem Joggen auch. Aber das ist jetzt quasi auch die größte Bühne, die du betrittst, ne? Den ESC. Wie ist das aufregend für dich? Oder bist du gelassen? Ja, es ist was sehr Neues für mich. Also diese Bühne, wir haben die heute zum ersten Mal gesehen, eine wunderschöne Bühne. Aber ich bin an so kleinen, abgefuckten Clubs gewöhnt im Süden Deutschlands. So, ich fahre von München nach, keine Ahnung, nach Traunstein, nach Passau und spiele da in Bars und so. Und jetzt sind wir auf einmal auf so einer glatten Fernsehbühne. Und das ist schon was ganz Besonderes für mich, schon was sehr Neues. Aber ich hoffe, dass ich diese Bühne zu meiner Bühne machen kann. Und ich freue mich drauf. Also es ist einfach eine krasse Erfahrung. Und ich will einfach jeden Moment hier genießen. Auch diese Pressekonferenz. Das ist auch das erste Mal. Macht auch Spaß. Ja. Sehr gut. Du hast, wie gesagt, britische und französische Wurzeln in dir. Was glaubst du, braucht ein Song, um ja international erfolgreich zu sein? Hast du eine Idee? Nee. Es gibt kein Rezept. Es gibt gar kein Rezept. Und ich glaube, jeder Eurovision-Fan kann das sagen. In dem Moment, wo man anfängt zu kalkulieren, dem Moment, wo man anfängt, irgendwelchen Kriterien aufzuschreiben, so wird man erfolgreich, so spricht man ganz Europa an. Ich brauche eine Friedensbotschaft. Ich brauche ganz viele Sprachen in meinem Song. Es muss so eine Dynamik haben. Nein, es muss einfach ein guter Song sein und Punkt. Und du musst es als Künstler vertreten können. Weil ich glaube, man merkt es sehr schnell auf so einer großen Bühne, wenn der Künstler nicht zu seinem Song steht. Man merkt sehr schnell, wie authentisch es ist und ob der Song den Künstler widerspricht. Und das ist für mich ein Schlüssel zum Erfolg. Und sowas kann man nicht kreieren. Also sowas kann man nicht so irgendwie erstellen mit Kriterien. Man muss es einfach machen. Ich glaube, das ist bei dir sehr, sehr deutlich zu spüren. Gibt es von Ihnen noch Fragen an Xavier? Don't be shy, come on. Oder, ja. Soll jetzt jemand kommen mit dem Mikro? Oder da ist das Mikro. Hey Xavier. Grüß dich. Hi. Magst du schon ein bisschen was darüber sagen, wie du den Song auf die Bühne bringen willst, also wie er inszeniert wird? Wirst du allein auf der Bühne stehen? Sind Begleitmusiker dabei? Also ich werde alleine auf der Bühne stehen, aber nicht ganz allein. Aber mir war es auch wichtig, wir haben 3 Minuten. Und ich bin ein Performer, der sehr viel macht. Also du kennst mich ja, ich performe gerne viel. Und wir wollten nicht zu viel ablenken. Also wir haben eine Show, die krass ist. Wir haben echt was Krasses geplant. Aber gleichzeitig ist nicht zu viel Bewegung drin, weil der Song ist schon so schnell. Ich bewege mich schon so viel. Wir wollten jetzt nicht eine Stage-Show haben, die ablenkt, aber wir wollten eine Stage-Show haben, die die Größe des Songs entspricht. Also die Stage-Show wird auf jeden Fall sehr groß von den Dimensionen her. Ein Spiel aus Spiegeln und Licht, sagen wir es mal so. Und mehr will ich auch nicht verraten. Und die haben was Wunderschönes gebaut und es ist so schön, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Vor allem mit dem Flo. Also es ist ein sehr schönes, kreatives Prozess gewesen. Und ich freue mich auf Donnerstagabend. Ich freue mich jetzt auch gleich auf die Probe. Danke dir. Weitere Fragen? Das muss nichts heißen, ne? Ist alles cool. Oh, all right. Okay, Xavier, vielen Dank. Danke dir. Und natürlich auch viel Glück. Ja? Ach, das Foto. Machen wir ein Selfie oder was? Oder was? Nee, du bleibst in der Mitte, ich gehe weg und die machen nur Fotos von dir. Hier? Okay. Genau. Wir machen noch eben Fotos hier vorne. Du bist nicht noch. Nee, nein. Ist nichts mehr mit Selfies, ne? Das geht jetzt anders los. Okay,
Dann kommen wir jetzt zu 5 Herrschaften, muss man sagen, aus München. Ich hatte das große Vergnügen, mit dem im Taxi hierher fahren zu dürfen und habe von dieser Energie schon einiges mitbekommen. Sie machen, wie Sie sagen, neue Volksmusik. Die Videos von den 5 Jungs werden millionenfach geklickt im Internet, abgefahren. Sie haben für Ihr Debüt Alpin bereits Platin bekommen. Und jetzt also der SC. Hier ist Vox Club. Auf geht's! Okay. Auf geht's! Und los! Vox Club! Wir machen eine Riesenfeier für jedermann zum Mitmachen. Wir fordern auch oft das Publikum auf, mitzufeiern, mitzutanzen, mitzusingen. Ja, ESC hat eine große Bedeutung, weil es einfach so ein friedliches Fest ist, weil so viele Nationalitäten zusammenkommen. Also gerade in der heutigen Zeit ist es so schön, dass es da eine Veranstaltung gibt, wo wirklich irgendwie ganz Europa teilnimmt und zusammen auf die Bühne kommt. Wir singen auf Deutsch, weil wir so am authentischsten rüberkommen. Das ist unsere Sprache, das sind wir daheim. Warum machen wir das? Weil wir Musik lieben. Wir sind alle mit Musik aufgewachsen. Von klein Kind an sind wir quasi mit Musik auf der Bühne. Für uns ist Musik das Leben. Für uns ist Musik miteinander, Spaß haben, Freundschaft. Angefangen hat der ganze Vox-Club bei mir in der WG in München. Und quasi die Jungs, die damals diese harte WG-Zeit überlebt haben, sind heute zusammen der Vox-Club. Komm über den Berg, make that noise. Seit es uns gibt eigentlich, von Anfang an haben wir jedes Jahr gesagt, wir müssen da zum ESC. Wir wollten wirklich unbedingt hin von Anfang an. Und jetzt, wo wir so nah dran sind, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen nervös. Aber geil, geil. Aber die Frage ist ja, was ist denn das perfekte Lied? Kannst du dann übereinanderlegen? Es gibt lustigerweise ganz viele Statistiken, die besagen, die letzten paar Jahre, warum ein Song gewonnen hat. Nach so und so vielen Sekunden muss ein Refrain kommen, wie auch immer. Aber ich glaube, schlussendlich muss es einfach ein geiles Lied sein. Und das haben wir. Hör auf dein Herzschlag, wenn du es kannst. Unser Lied macht einfach gute Laune. Man muss mit Tanz, mit Feiern, ob man will oder nicht. Viel Spaß. Tanzen auf dem Karneval in Rio. Ich glaube, auch am ESC geht es auch ein bisschen darum, und ging es auch immer darum, so ein bisschen die Tradition mitzunehmen aus einem Land. Und ich glaube, das verkörpern wir eigentlich ganz gut mit der Lederhose, mit diesen traditionellen Ideen in der Musik auch. Wir nehmen das Ganze auch nicht zu ernst, das Ganze machen wir mit einem riesen Augenzwinkern. Genau das braucht der ESC. Komm, zeig mir noch ein bisschen Ibiza, ein bisschen rock me halt noch. Lissabon ist zum Greifen nah, aber auch noch so weit weg. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Vorentscheid. Na, 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 na. ESC, wir sehen uns dort.
Polka tanzen auf dem Karneval in Rio. Ein Schuhlappler oder Tango Argentino. Ganz egal, lasst uns alle Gläser heben. Für alle, die nicht frei tanzen können im Leben. Ich mag die so, ich mag die so, ich mag die so, so wie du bist. Ich mag die so, ich mag die so, come as you are, you're perfect like this. Hey, ah, gut. Würden das Griechen machen, ne? Heißt es wieder hier, die würden sich einschleimen und die wollen einfach nur Geld haben und so. Ja, diesmal sind es nur die Münchner. So, ich mag die so. Wir haben uns gedacht, wir bedienen jetzt mal jedes Klischee, das geht. Teilen hier schon ein Herzerl aus und jetzt können wir dann wieder zur seriösen Variante rübergehen. Ja. Da dann mache ich das am Donnerstag mit Uso. So, ihr macht es ja so, ihr singt als Einzige auf Deutsch, also auf Bayerisch. Glaubt ihr, dass das irgendwie ein Vorteil sein könnte, eventuell? Ich glaube schon. Also erstens, Deutsch ist unsere Muttersprache und jeder beherrscht sie mehr oder weniger gut von uns. Aber ich glaube, das ist das, was Deutschland für den ESC wieder mal braucht. Und das ist so der Urgedanke des ESCs. Und ich finde das sehr schön, dass man einfach zeigt, wo man herkommt und dann auch in dieser Sprache singt und den Menschen draußen zeigt, in ganz Europa, wie schön eigentlich unsere Sprache ist. Und deswegen sind wir stolz, dass wir auch ein deutsches Lied performen. Es ist ja auch so, wenn wir jetzt zurückdenken, Rumänien hat im letzten Jahr gejodelt und kam damit auf Platz 7. Meint ihr, dass so neue Volksmusik angekommen ist in Europa? Habt ihr noch ein Mikro? Ja, noch ein Mikro. Ja, in Europa wird es hoffentlich bald ankommen. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall angekommen. Wir sind total überwältigt sowieso gewesen am Anfang, wo wir losgelegt haben, wir fünf, das wir in Deutschland so eine Welle losgetreten haben. Und ich glaube, das Jodeln ist etwas sehr Ursprüngliches. Und ich glaube, je erdiger und je ursprünglicher etwas ist, umso glaubwürdiger wird es auch. Und ich denke, dass Europa dafür offen ist. Bei fünf Leuten, ne? Wie ist das da mit der Rollenverteilung? Hat jeder so seinen Job oder gibt es auch gerne mal Stress? Ihr seid ja Jungs, ihr seid ja nicht Mädchen. Ne? Das geht ja schon mal schneller mit Haare, Bürsten und so weiter. Aber sorry, das ist jetzt gerade... Ich würde sagen, Stress gibt es bei uns sehr wenig. Wir sind fünf Typen, fünf kreative Menschen und wir sind tatsächlich gute Freunde. Natürlich gibt es mal zwischendurch eine Meinungsverschiedenheit, aber das ist ja auch sehr befruchtend für unsere Arbeit, würde ich mal so sagen. Und ja klar, bei uns gibt es eine Rollenverteilung. Jeder hat so sein, natürlich auf der Bühne sind wir alle gleich, aber jeder hat hinter der Bühne so ein bisschen seine Rolle. Der eine ist ein bisschen mehr musikalisch zuständig, einer macht ein bisschen mehr Choreografie und so. So fügt sich das Ganze zu Vox Club halt und das ist echt schön. Okay. Gibt es Fragen von Ihnen? Wurden Sie auserwählt für alle? Nee, ich stelle stellvertretend für die Leser vom Prinzblog auch Fragen. Erste Frage, ich habe gleich zwei. Erste Frage zum Auftritt, also zur Performance. Ich nehme an, ihr habt eine eigene Choreo entwickelt oder habt ihr eine eigene Choreo entwickelt? Und was passiert darüber hinaus auf der Bühne? Ja, also ich glaube, wer Vox Club kennt, weiß, dass da auf jeden Fall immer ganz viel passiert. Also wir tanzen auf jeden Fall auf der Bühne, wir machen Stimmung und was wir immer wollen, ist die Leute im Raum mitnehmen. Also unser großes Ziel ist wirklich mit Freude an die Sache ranzugehen und einfach mal zu zeigen, dass man mit viel Freude und mit viel Lebensenergie und sowas eigentlich die Welt auch vielleicht wieder ein Stück besser machen kann. Und deswegen wollen wir, glaube ich, mit Energie, mit Power, mit einer Choreografie überzeugen und da ist so unser Hauptpunkt drauf. Und natürlich der Gesang fünfstimmig. Und gibt es neben der Choreografie auch noch Props auf der Bühne, also irgendwelche Elemente, mit denen ihr den Song noch zusätzlich inszeniert? Props haben wir nicht, die Lederhosen sind unsere Props. Wir haben noch fünf Dinge, auf denen wir stehen, aber ansonsten ist alles nur Gesang und Tanz und Vox Club pur. Darf ich noch eine zweite Frage? Okay, ich habe noch eine Frage von Leserin Candy vom Prinzblog. Die fragt, ihr habt ja auch eine starke Fanbase in Japan, ne? Und fragt euch, ob ihr glaubt, dass sich das deutsche Publikum stark vom internationalen Publikum unterscheidet. Ist eine schwierige Frage, ich weiß es nicht. Unterscheidet sich? Hat jemand eine Idee? Ich, äh, ich,
ich glaube, es wird überall anders gefeiert. Wir waren jetzt auch in Brasilien, dort wird einfach anders, die haben einen anderen Zugang zum Tanzen, zum Bewegen. In Deutschland ist es eher so, die Leute muss man erstmal ein bisschen aus den Sitzen zwingen und so hat jeder seinen eigenen Zugang zum Party machen, zum Feiern, aber wir machen das schon, wir kriegen die Leute zum Tanzen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich jetzt sagen, let's shoot, ne? Also ihr seid dran. Was? Achso, gibt's doch noch eine? Ach doch, so ganz. Ja, Benny vom Prinzblock. Wie kam es denn jetzt, dass ihr euch letztendlich für den Song entschieden habt? Also ihr hattet ja wahrscheinlich auch mehrere dann in der engeren Auswahl. Und was zeichnet jetzt speziell den Song für euch aus und warum habt ihr euch dann für den entschieden? Der Song hat für uns eine ganz, ganz große Botschaft. Es gibt einen Satz im Song, der heißt, lasst uns die Gläser heben für alle, die nicht frei tanzen können auf dieser Welt. Und der Song ist eigentlich für uns ein Ausruf in die Welt. Jeder hat das Recht oder sollte das Recht haben, auf dem Planeten so sein zu dürfen, wie er wirklich ist und wie er sein möchte. Und das steckt eigentlich hinter diesem Song, hinter dieser Partynummer, die auch gute Laune macht, aber vor allem ist die Aussage uns ganz wichtig. Und wir sind 5 ganz bunte Vögel aus verschiedenen Ecken dieser Welt. Jeder von uns ist ganz anders. Und das ist aber, was Vox Club ausmacht, eben diese Vielfalt. Und diese leben wir und diese tragen wir in die Welt hinaus. Und deswegen ist das der perfekte Song für uns und ich glaube auch für Deutschland und vor allem natürlich für Europa, weil in dieser Welt sollte jeder so sein dürfen, wie er ist. Weitere Fragen? Fotos? Pommes irgendwo? Pommes? Pommes. Fotos. Ja, Pommes. Und Pommes, aber erst Fotos. Vielen Dank. Gut, kommen wir zu unserer nächsten Finalistin. Die dürfte Ihnen auch bekannt sein. Ivy Quaino. Die war 2012 die Gewinnerin der ersten Staffel von The Voice of Germany. Dann bekam sie für ihr Debütalbum direkt Gold und wurde 2013 dann auch gleich mit einem Echo gekürt als beste Künstlerin Rock, Pop, National. Jetzt am Donnerstag wird sie mit dem Song antreten, House on Fire. Ich bin Ivy Quaino, bin 25 Jahre alt und bin extra für diese Chance von New York zurück nach Berlin gezogen. Gesungen habe ich seit ich klein bin, also sehr klein. Aber so die ersten Ansätze waren dann halt in der Oberschule der Chor und hinterher die Schulband. Vor 2 Jahren bin ich dann nach New York gezogen und habe ein Schauspielstudium begonnen und habe das im April jetzt 2017 abgeschlossen. Also es gab so Zeiten, wo ich nicht mal aus dem Haus gehen konnte, ohne irgendwie Kopfhörer dabei zu haben. Musik ist halt immer so eine Konstante. Und für jede Stimmung gibt es eine Musik. Und ich finde, es ist so wichtig. Und überhaupt, was Musik für ein Gefühl auslöst. Ich identifiziere mich voll als Berlinerin. Einer meiner Lieblingsorte in Berlin ist hier in Moabit an der Grünen Meile. Ja, man kann im Sommer hier wunderschön einfach spazieren gehen, abhängen. Das Coole am Checkpoint Charlie ist ja, dass man hier diagonal über die Straße gehen kann. Der Ort ist mir auch wichtig, weil ich hier zum ersten Mal richtig Gesangsunterricht hatte und zum ersten Mal meine richtigen musikalischen Performances hatte. Ich habe die Entscheidung getroffen, zurück nach Berlin zu ziehen, einfach damit ich mich voll und ganz auf diese Sache hier konzentrieren kann und damit dabei was Geiles rauskommt.
Ich denke, ein guter ESC-Song muss in einer gewissen Weise persönlich sein. Egal wie er klingt, egal was für ein Genre. Als Musiker muss man sich mit dem Song identifizieren können. Dann spüren es die Leute da draußen auch. Diese eine Chance, die entscheidet, ob ich oder jemand anderes nach Lissabon fährt. Und natürlich will ich das. Ich will nach Lissabon. Es ist auf jeden Fall ein guter Druck, weil er einfach einen anspornt und vorantreibt. Naja, halt nicht zu verkacken. Ich glaube, dass ich ein guter Kandidat bin, eine gute Kandidatin für Eurovision, weil ich auch die Erfahrung mitbringe und habe jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel so und glaube, dass ich damit auch überzeugen kann und den kühlen Kopf bewahren kann. Und an sich glaube ich auch, dass meine Stimme in Deutschland einzigartig ist und vielleicht auch draußen mal gehört werden sollte. Ivy Quaino. Dankeschön. So, Ivy, wir konnten schon so ein bisschen reinhören. Der Song beginnt ein bisschen langsamer und steigert sich dann immer mehr. Warum hast du dich für dieses Lied entschieden? Ja, für mich persönlich, ich habe einfach mich gefühlsmäßig damit so identifizieren können. Also, ich habe ja 2 Jahre in New York gelebt und da ist man halt natürlich durch gute Zeiten gegangen und schlechte Zeiten. Und für mich persönlich war einfach da dieser Moment bei dem Song, wo ich dachte, okay, das ist so das Gefühl, was ich hatte jedes Mal, wenn es ein bisschen ja, schwieriger war drüben. Okay. Ja. Kannst du schon verraten, ein bisschen was über die Inszenierung? Wie wird das so sein? Es wird auf jeden Fall eher intim, so wie man es von mir kennt, aber es wird auf jeden Fall auch Eindrücke geben und spannende Momente. Aber ich glaube, man muss es sehen, um es zu verstehen. Okay, geheimnisvoll. Jetzt hast du selber gerade gesagt, du hast in New York gelebt, hast dort Schauspiel studiert und bist jetzt aber wieder in Berlin. Wieso hast du diesen Abstecher gewagt? Ja, ich habe schon immer ein Interesse im Schauspiel gehabt, gleich auf mit der Musik und hatte irgendwie das Gefühl, dass ich das jetzt noch machen musste und ich wollte es aber woanders ausprobieren. Ich bin jung, ich wollte nochmal irgendwo woanders leben und habe dann mich für New York letztendlich entschieden. Du bist jetzt wieder in Berlin. Ja. Und warum bist du nicht da? War es dir dann doch zu turbulent und so, weil alle, oh Gott, mein Gott, New York und wenn du erstmal da bist, dann hua. So. Ja, mitunter, aber vor allen Dingen für den Vorentscheid war es mir wichtig, hier zu sein und auch meine Zeit hier drauf zu konzentrieren. Also irgendwie hin und her fliegen ist, glaube ich, Wahnsinn. Deswegen war für mich klar, wieder zurück nach Berlin zu ziehen. Okay. Gibt es Fragen an Ivy? Ich hab es mir fast gedacht. Hi, Ivy. Hi. Ich habe eine Frage zur Songauswahl. Du hattest ja eine ganze Reihe von Songs zur Auswahl.
Also wie ist es jetzt endlich zu der Entscheidung gekommen? Hast du die alleine getroffen oder hast du dich beraten lassen und wenn ja, von wem? Also es ist auf jeden Fall, es gab 2, 3 Songs, aber am Ende natürlich will man die beste Auswahl treffen und die trifft man dann nicht alleine. Und das habe ich mich natürlich beraten lassen und da war natürlich der NDR hilfreich, Management, Label. Also es sind auf jeden Fall jede Menge Leute, die da ja, mitberaten, aber wir haben uns dann auf den gemeinsamen Nenner auf House on Fire dann irgendwie getroffen, ja. Dankeschön. Weitere Fragen? Bitte. Da ist das Mikro. Ivy, klingt da so ein bisschen Alicia Keys durch? Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich höre es selbst nicht, aber ich meine, Alicia Keys ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja eine super Sängerin und ja, vielleicht. Ich würde es einfach mal annehmen, ne? Also. Ja, das ist ein Kompliment, ich nehme es an. Danke. Weitere Fragen? Okay, dann Pommes oder Fotos? Fotos, ne? Genau. Vielen Dank. So, unser nächster Kandidat heißt Rüg, hat sich früher mal Foxos genannt und kann eigentlich alles dank seines Studiums in Hannover an der Hochschule für Musik, Theater und Medien. Er kann komponieren, singen, produzieren. Er ist seit 2016 der musikalische Leiter und Komponist der europaweit erfolgreichsten Akrobatik-Show Feuerwerk der Turnkunst. Und am Donnerstag wird er mit dem Song You and I antreten. Hi, ich bin Rüg, ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Hannover. Ich liebe klassische Musik, einfach auch, weil ich halt damit angefangen habe. Aber die Popmusik, da steckt mein Herz für. Und habe dann Popmusik vielleicht studiert, mit Gesang als Hauptfach, Komposition und Musikproduktion als Schwerpunkt. Ich würde sagen, es ist alternativ, elektronisch, aber auf jeden Fall Popmusik. Ganz generell im Alltag bin ich eigentlich jemand, der voll nach vorne geht. Und ich bin ziemlich offen und eigentlich immer gut gelaunt so auch und sehr dynamisch. Aber trotzdem denke ich auch sehr viel nach. Das Nachdenkliche kommt vor allem einfach aus mir raus. Es ergibt sich fast immer automatisch, dass wenn ich anfange zu schreiben, dass es eher tiefgründig und eher getragen, ruhig, emotional ist. You and I ist für mich deswegen so besonders, weil es der persönlichste Song ist, den ich dir geschrieben habe. Ich habe letztendlich einfach mein Herz entscheiden lassen, mit welchem Song ich antreten möchte. Ich sitze eigentlich den ganzen Tag im Studio, konzentriert und beschäftige mich mit so ganz viel kopfmäßiger Detailarbeit. Und es gibt eigentlich dann nichts Besseres, nach Feierabend einfach rüberzufahren in die Halle und sich einfach komplett auszutoben. Die Akrobatik ist für mich auf jeden Fall der perfekte Ausgleich zur Musik. Ich mag die Akrobatik deswegen so gern, weil man Fortschritte machen kann. Dass ich zum Beispiel irgendwie 1,5 Jahre meinen Handstand übe und dann irgendwann das tatsächlich klappt. Ich bin gerade Backstage, ich toure gerade mit dem Feuerwerk der Turnkunst, für die ich als Musiker und musikalischer Leiter arbeite. Das Tolle an der Akrobatik ist, dass es auch auf eine gewisse Art und Weise einfach Kunst ist. Also es ist halt Körperkunst. Es ist so wie Tanzen und ganz viele andere Dinge, die man mit dem Körper machen kann, einfach ein Ausdruck. Und ist einfach für mich irgendwie die perfekte Ergänzung zur Musik. Running up that high, keep running up that high.
Song Contest, ich feiere das und ich feiere die Freude und die Vielfältigkeit und dass es bunt ist und offen ist. Er hat aber eben auch immer wieder diese besonderen, ganz reduzierten Setups, die dann vor allem auch die Musik wirklich in den Vordergrund stellen. Das liegt mir einfach. Es wäre ein Riesending, dass ich das, was ich halt irgendwie immer geliebt habe, also zu singen, an so ein unfassbar, eigentlich unvorstellbar großes Publikum anzutragen. Ist halt mega Wahnsinn. Also, das wäre super krass. Rüg, bei dir war es ja so, du wusstest am Anfang gar nicht, dass du in der Auswahl für den ESC-Vorentscheid gelandet bist. Wie war denn dann die Reaktion, als du die Info bekommen hast? Das stimmt, ja. Ich war ziemlich überwältigt, habe mich sehr gefreut. Ich habe einen Anruf bekommen vom NDR, dass ich vorgeschlagen wurde von externen und wurde eingeladen nach Köln und es stand für mich eigentlich außer Frage, dass ich hinfahre. Also ich wollte auf jeden Fall und genau so hat sich das dann ergeben. Jetzt haben wir gesehen, du bist der musikalische Leiter der Akrobatik-Show, Feuerwerk der Turnkunst und da setzt du aber eher so auf elektronische Klänge. Da hast du jetzt aber drauf verzichtet in deinem Song. Warum? Genau, unter anderem. Also ich versuche immer, die Show über viele verschiedene Sachen einzubauen, also auch verschiedene Genres. Bei dem Song You and I war es einfach das, was sich am besten angefühlt hat und das, was sich richtig angefühlt hat. Also es sehr reduziert zu lassen am Anfang und den Song wirklich aufbauen zu lassen, also ihm den Raum zu geben, dass er sich wirklich entwickeln kann und dass er zum Ende hin dann einfach aufgeht. Dann kommt noch das große Orchester dazu, was es für mich dann auch einfach braucht. Also es wirkt natürlich sehr theatralisch, aber es ist einfach sehr schön und genau. Fühlst dich wohl damit. Absolut, sehr schön. Und kannst du uns schon was zu deiner Inszenierung verraten? Also wenn man sich das Video anschaut, da tanzt eine Frau auf dem Flügel. Genau. Ist das ein roter Faden, der uns eventuell am Donnerstag auch erwarten wird? Ja, tatsächlich. Also die Inszenierung hat uns allen so gut gefallen, auch im Team, dass wir überlegt haben, ob wir das einfach auch wirklich für die Show versuchen. Und wir haben das geprobt und das hat sehr gut funktioniert. Und deswegen werden wir es in einer etwas, ich sag mal, ausgeweiteten Form mit einem kleinen Zusatz noch zusätzlich so überleben. Genau. Die Tänzerin lenkt dich nicht ab? Nein, die Tänzerin lenkt mich nicht ab. Zum Glück. Gut. Gibt es Fragen? Hey Rüg. Hi. Du hast vorhin in dem Einspieler gesagt, dass You and I der persönlichste Song ist, den du jemals geschrieben hast. Du hast ja auch von Anfang an immer schon durchblicken lassen, dass es auch der Song wird, mit dem du hier in Berlin auf der Bühne stehen willst. Magst du hinter dem einführenden Zitat, magst du das noch ein bisschen erläutern? Also wieso ist es der persönlichste Song und wie ist er entstanden? Oder wie ist diese Beziehung zu diesem Song entstanden? Ja, auf jeden Fall gern. Also You and I ist deswegen der persönlichste Song, weil er eigentlich im Prinzip meine eigene Geschichte aufgreift und das so ein bisschen gebündelt erzählt. Es geht darum, dass man zwiespältig ist, mit sich selbst kämpft, innerlich zerrissen und sich entscheiden muss zwischen dem, was man eigentlich wirklich ist und zwischen dem, was die Gesellschaft einem vielleicht auferlegt, sein zu müssen und letztendlich einen Weg zu finden, zu sich selbst zu stehen und damit glücklich zu werden, weil es einfach der einzige Weg ist, glücklich zu werden.
Diesen Song habe ich vor einem halben Jahr ungefähr geschrieben. Der ist entstanden in einer Phase, die, es gab ja die Band Foxes, die es dann nicht mehr gab, und es gab zwei Jahre lang, in denen nicht viel passiert ist, in denen ich unheimlich viel geschrieben habe und in denen einfach auch ganz viele intensive Songs entstanden sind, und das war You and I. Und ich habe mich in Köln mit You and I vorgestellt, und ich bin mit You and I im Prinzip unter die letzten sechs gekommen, und deswegen war einfach für mich dann die Entscheidung klar, dass ich damit auch antreten möchte. Ja. Klasse, vielen Dank. Fragen? Darf ich noch eine zweite stellen? Ja. Von einer unserer Leserinnen vom Prinzblog. Da du eine hohe Affinität zum ESC hast, traue ich mich auch, die zu stellen. Und zwar, klar. Dein liebster nicht-deutscher Nicht-Gewinner-Eurovision-Song. Mein liebster nicht-deutscher Nicht-Gewinner? Ja. Okay, lass mich kurz überlegen. Ich verstehe sie nicht. Der Song, der nicht gewonnen hat, den ich aber am besten fand. Ein okay. Song und nicht aus, deutsch. Von Eurovision, der nicht aus Deutschland kommt und der nicht den ersten Platz gemacht hat. Oh, warte, es gab ein Jahr, wo ich mich unheimlich aufgeregt habe. Ich muss kurz überlegen, ich glaube, es war sogar in dem Jahr von Lordi. Ich weiß nicht genau, wer Zweiter oder Dritter geworden ist, aber es war auf jeden Fall das Jahr. Das wissen wir aber. Sehr gut, das also ist gut. Also Dima Bilan wurde, glaube ich, Zweiter, ne? Carola war Fünfte, Mia Trastario aus Rumänien war Vierter, ich weiß den Dritten nicht mehr. Ich kann es euch gerade nicht mehr ganz genau sagen, aber es war auf jeden Fall das Jahr, wo ich gedacht habe, okay, verdammt, das kann nicht sein, und dann hat Lordi gewonnen. Wir klären das während der Proben und ja, machen wir, absolut, ja. Sehr gut. Weitere Fragen? Okay, dann würde ich sagen, Fotos. Dankeschön. Unsere nächste Finalistin werden Sie mit Sicherheit kennen. Sie ist die aktuelle Gewinnerin von The Voice. Sie kommt aus Georgien, hat hier in Bruchsal als Au-pair gearbeitet, um einfach ihren Traum ein Stück näher zu kommen, als Sängerin und Musikerin zu arbeiten und leben zu können. Das ist voll aufgegangen, und jetzt hat sie sich gedacht, okay, dann nehme ich den ESC auch noch mit. Mit dem Song wird sie antreten, My Own Way. Ich bin Nadia Todor, 21 Jahre alt. Ich komme aus Georgien. Ich bin ein bisschen lustig, ein bisschen verrückt und ich hoffe positiv. Hallo, ich bin in Berlin. Man erkennt mich wegen meinen Dreadlocks und wegen meinen Klamotten, weil die sind farbenfroh, bunt. Klamotten oder sowas muss nicht fashion, da muss nicht brennend sein. Hauptsache, die cool sind. Das ist genau mein Ding. Damit fühle ich wohl, wenn ich sowas trage. You know I can't stand it. You're running around. You know I'm better than you. Ich habe in Georgien Wirtschaft studiert, aber nur 3 Jahre. Dann konnte ich als Au-pair nach Deutschland kommen, weil ich hier meine Musik machen wollte. Ich liebe meine Gastkinder. Ich habe bis jetzt sehr gute Beziehungen. Ich vermisse die sehr. Viele Grüße an die Natta. Wenn ich über The Voice of Germany denke, bis jetzt kann ich auch nicht glauben, dass ich es gewonnen habe. Und es ist Natta! Das war unglaublich schön für mich und ganz, ganz große Geschenk, die ich von Leben zurückbekommen habe. You know how the Manchmal vermisse ich sehr meine Familie oder Freunde.
Es ist total schön, wenn ich nach Georgien komme. Das ist immer eine besondere Zeit für mich. Tiflis gibt mir positive Energie, viel Liebe. Das ist einfach super schön für mich. Aber bereite ich jetzt für Esther von Schei und gebe ich alles in Deutschland. Das war eine große Herausforderung, einen Song für ESC von Schei zu schreiben. Heute ist dritter Tag. Ich hoffe, es wird ein ganz, ganz interessantes Lied von uns. Der Song ist sehr modern, über mein Leben, über meine Vergangenheit. Heute haben wir Video-Fotoshooting. Ich sehe ganz hübsch aus. I like it. So I'm gonna drop it. It's my own revolution. Das macht Spaß. Ich liebe das Song. Ich glaube, dass auf der Bühne in Live wird es genauso, wie ich das will. Und wir sind alle zufrieden. Die Sängerin bin ich in Deutschland geworden. Bin ich sehr froh und bin ich sehr dankbar. Und will ich mit meiner Musik etwas zurückzugeben und Danke zu sagen. They told me, honey, don't give up your day job. The 9-to-5 really couldn't take it. That was only plan B, never really was me. Sorry if I'm messing with your logic, but for me it's toxic, so I'm gonna drop it. Und hier ist sie, Nadja Todua. Hallo! Nadja, du musst ja eine Power haben. Ne? Du hast haushoch gewonnen. Dann warst du mit den Finalisten auf Tour und jetzt hängst du den ESC noch dran. Warum war es dir so wichtig, auch hier mitzumachen? Weil ich habe jetzt ganz große Möglichkeit für die Liebe und für die ganz große Unterstützung Deutschland Danke zu sagen und etwas zurückzugeben. Außerdem, das ist noch ganz große Möglichkeit für mich, für uns alle. Und es wird ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich genieße einfach, als ich jetzt die Songs gehört habe, das war so schön. Und bin ich sehr froh, dass ich jetzt dabei bin. Du hast dich für einen schnellen Song entschieden. Warum ist die Auswahl darauf gefallen? Weil ich glaube, jetzt kann man noch etwas Besonderes von mir sehen, weil ich bin ein bisschen oldschool, ich mag Jazz, Blues und so weiter. Und die Sänger, die ich immer gerne von denen gecovert habe, sind alle tot und so weiter. Und jetzt wollte ich etwas Mischung von modern und von die alte Musik machen. Und ich glaube, das instrumental wird ganz modern und schnell und etwas Neues. Und gesanglich wird trotzdem etwas wie ich immer früher gemacht habe. Und das fand ich etwas interessant. Solltest du jetzt nach Lissabon fahren für Deutschland, dann sind bestimmt zwei Herzen in deiner Brust. Einmal für Deutschland, aber auch Georgien ist dabei. Freut dich das? Also macht ja, dich das irgendwie mega glücklich? Also ich war in Tiflis nur 2 Tage, aber war trotzdem sehr schön. Und fast jeder weiß jetzt über ESC-Entscheidungen, die sind sehr stolz auf mich und die fanden auch richtig, dass ich für Deutschland bei ESC-Entscheidungen dabei bin. Und das fand ich auch das heißt, genauso richtig. Das hätten wir sicher, ne? Ich glaube, ich hoffe,
Die werden mindestens das verfolgen und schauen, auf jeden Fall. Alles klar. Gibt es Fragen? Oh, da ganz hinten. Hallo, Amelie Ernst vom RBB und ARD Hörfunk. Ich würde gerne wissen, ist es für euch beide Voice of Germany Gewinnerinnen Vorteil, Nachteil oder ist es völlig egal bei diesem Vorentscheid? Also wir sind von The Voice 3 Kandidaten und das freut mich sehr, weil das ist schon meine, also nicht Fremde, also die sind fast meine Family und bin ich sehr froh, dass wir von 6-3 Kandidaten von The Voice sind, weil es heißt für mich, dass The Voice of Germany sehr wichtig ist und das muss weiter auch so hin. Und ja, ich kann nur sagen, dass... Aber ist es ein Vorteil? Also... Ist das dieselbe Fanbase, die dann anruft oder sind das ganz andere Leute, die... Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man schon Fans und Publikum hat, zum Beispiel von The Voice, die sind super gespannt, die warten schon, wie mein Song rauskommt und so weiter, aber damit kann man nicht ganz klar sagen, ja, wenn man The Voice of Germany gewonnen hat, man auch dann große Möglichkeit. Das würde ich nicht so ganz sicher sagen, weil ich habe jetzt gerade die Songs gehört und die sind cool und es macht mir noch mehr Spannung und noch mehr Interesse da dabei zu sein und bin ich froh. Danke. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne. Nadja, als Sie in Georgien noch lebten, hatten Sie damals den Eurovision auch schon zur Kenntnis genommen? Hat das eine Rolle gespielt? Ich habe das am 2014 sehr gut verfolgt, weil da war meine Favorite-Sängerin aus Georgien dabei, Nina Sublati. Sonst hatte ich kein Interesse dafür, weil manchmal... dachte ich, das war ein bisschen so politisch oder so, aber ich habe sehr gut, also ganz oft von Gewinner von letztes Jahr angehört und die anderen Kandidaten auch und das fand ich sehr richtig, genauso wie das war und damit kann ich sicher sein, das hatte gar nichts zu tun mit politisch, weil das Auftritt war für mich gefühlvoll und ganz echt und sehr emotional und ich hoffe, das geht genauso weiter. Ja, bitte. Hey Nadja. Hallo. Georgien hat ja seinen Act für Lissabon schon ausgesucht. Ja. Es ist die Folkband Iriao. Ja. Kennst du die? Kennst du ihre Musik? Magst du ein bisschen was dazu sagen? Ich habe ein paar Videos schon gesehen von Iriao und ich fand den sehr interessant, weil die machen Volksmusik, aber so ein bisschen Jazz-Blues, auch Soul mit Interpretation. Das fand ich super cool und fand ich auch etwas ganz Neues und Interessantes für mein Land. Und ich bin sehr froh, dass sie ganz gute Entscheidungen dieses Jahr haben für ESC und ich wünsche ihnen viel, viel Erfolg. Ich mag noch kurz eine zweite Frage anschließen und zwar, wie wird deine Performance am Donnerstag aussehen? Magst du da schon ein bisschen was erzählen? Ich hatte jetzt erste Erfahrung mit Studioaufnahmen und so weiter und ich bin 100% sicher, dass ich auf jeden Fall Sängerin für den Live bin und für die Bühne, weil so genau stehen und mit Publikum, für Publikum singen, das macht Spaß und ich glaube, würde ich noch besser singen, als jetzt ihr das gehört. Ich glaube, ich bin Typ, der Menschen oder der Publikum oder die Gefühle braucht, von Saale oder weiß es nicht. Und dann kann ich reisen mit den Menschen und das macht noch mehr Spaß und das liebe ich. Und ich glaube, das Live wird noch besser und genauso, wie ich das im Kopf hatte. Bitte schön. Hi, Nadja. Hallo. Ich wollte noch mal kurz fragen, wie dein Song entstanden ist, weil du warst ja kurz im Songwriting Camp und wenn ich es richtig gesehen habe, sind das auch
Leute aus dem Songwriting Camp, die jetzt den Song für dich geschrieben haben. Du hast dann einfach kurz was erzählt, wer du bist, was du so gemacht hast, und die haben dir dann praktisch jetzt den Song auf den Leib geschrieben und du hast den dann ausgewählt, oder vielleicht sagst du nochmal was, wie das dazu gekommen ist, weil also der Text, finde ich, so wie ich dich kenne, passt ja wirklich eins zu eins auf dich. Ja. Also nach dem The Voice of Germany direkt war ich in Deutschland, also The Voice of Germany Live in Concert Tour, und da hatte ich nur ein Off-Day und durfte ich nach Berlin kommen und schnell die Songwriter und die Kandidaten kennenlernen. Und ich habe versucht, in 2-3 Stunden alles erzählen über mich, weil das fand ich sehr wichtig. Ich wollte auch so unbedingt, dass Lyrics etwas von meiner Vergangenheit und von meinem Leben und nicht was über Liebe und so weiter, weil das bin ich nicht. Und die haben mir ab Anfang schon ganz gut verstanden, was ich wollte und wer ich war, und das war, das glaube ich, ist super wichtig für mich und für Songwriter auch, weil das Song ist dann genau echt und kommt auch gut für Zuschauer, für Zuhörer, und da gab es auch ein paar Ideen, wir wollten auch ein bisschen Blues und Jazz, und jetzt am Schluss haben wir entschieden, ein bisschen Mischung, modern und auch etwas von den Blues, Jazz, weiß es nicht, und ich hoffe, wird das am 22. genauso, wie ich das will. Okay, dann würde ich sagen, Fotos. Danke auch. Ja, einen haben wir noch. Michael Schulte aus Norddeutschland ist auch ein junger Musiker. Und wenn Sie es vielleicht verfolgt haben, in der ersten The Voice Staffel 2012 Dritter geworden. Sein YouTube-Kanal hat inzwischen mehr als 50 Millionen Views, 200.000 Abonnenten, und bei Spotify gibt es 1,5 Millionen Abrufe jeden Monat. Nicht nur aus Deutschland, aus Schweden, Norwegen, England und den USA. Und er wird am Donnerstag das Lied performen, You Let Me Walk Alone. Hallo, mein Name ist Michael Schulte, ich bin 27 Jahre alt, aus Buxtehude. Buxtehude gibt es tatsächlich. Also ich habe wahnsinnig früh angefangen zu singen. Also ich weiß nicht, ab wann kann man singen? 4, 5 wahrscheinlich frühestens, dass man irgendwie denkt, das ist jetzt Gesang. Irgendwann habe ich dann angefangen mit dieser YouTube-Sache. Das war aber auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich dachte, ich mache das jetzt, um irgendwann Profimusiker zu sein. Ich hatte irgendwie einfach so diesen Drang, das Leuten zu zeigen. Ich war auf der dänischen Schule, spreche deshalb auch fließend Dänisch. Jeg kan selvfølgelig også synge på dansk, was bedeutet, ich kann natürlich auch auf Dänisch singen. Smuk som et stjerneskud, som tiden går. Smukkere ser hun ud. Ich als altes Nordlicht liebe natürlich sowieso den kompletten Norden. Ich kann sehr, sehr ruhig sein, wenn ich denn aber mich entschieden habe für eine Sache, die ich gerne erzählen möchte, dann kann ich auch sehr laut sein. Es ist immer ein
immer wahnsinnig schwierig, den eigenen Musikstil zu beschreiben. Also es ist Pop, Alternative, Indie, vielleicht so ein bisschen rockig hier und da. Und ich glaube, meine Stimme hält das Ganze irgendwie zusammen. Seit ich jetzt in diesem Wettbewerb dabei bin, ist eigentlich alles momentan nur noch für mich auf Lissabon so gesteuert. Also es ist schon was anderes, als jetzt auf eine ganz normale Single oder ein ganz normales Albumlied irgendwie zu schreiben. Es muss einfach voll on point sein. Bei diesem Song habe ich jetzt das Gefühl, dass es dieser Song sein kann, dieser eine ganz besondere Song, der Song meines Lebens. I'm a dreamer, a make-believer. Fremden Menschen auch erstmal zu erzählen, ich würde ganz gerne über meinen Vater schreiben, der vor 13 Jahren gestorben ist. Das war auf jeden Fall eine emotionale Songwriting-Session. Genauso besonders ist, finde ich, auch der Song geworden und ich bin damit sehr, sehr glücklich. Ich setze wirklich alles dran, da jetzt vielleicht stehen zu können in Lissabon. Das wäre natürlich kein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Und eine große Ehre einfach auch. Für so eine große Bühne muss man sich selbst vertrauen, dass man das kann und dass man auch live dann auch gut singt. Und ich glaube, das bringe ich irgendwie mit. Und dann liegt es ja in den Händen der Nation sozusagen. Und hier ist er, Michael Schulte. Hallo. Michael, du hast es gerade im Video schon angedeutet, das ist ein sehr persönlicher Song. Warum hast du dich dafür entschieden und nicht doch gedacht, oh Mensch, das könnte vielleicht doch eine Spur zu persönlich werden? Ach, ich habe mir überlegt, dass das ein wirklich wichtiger Song sein muss und auch ein wichtiger Song ist. Das ist, wie ich da auch schon gesagt habe, vielleicht der Song meines Lebens. Und da war mir einfach wichtig, dass es ein ganz besonderer Song ist. Und ich habe überlegt, was berührt mich selbst am meisten? Und das ist einfach nach wie vor eben diese Geschichte, die mit meinem Vater zu tun hat. Und deshalb ist es dieses Thema geworden. Und ich finde, der Song ist dementsprechend auch sehr schön geworden. Das wird man vermutlich dann auch in der Inszenierung sehen, weil du hast ja Leute aufgerufen, auch Fotos von sich und ihren Vätern zu schicken. Wird das Teil sein dann am Donnerstag? Genau, das wird Teil sein. Wir haben wirklich hunderte Bilder bekommen, ganz viele tolle Bilder, die alle mit auf die Bühne kommen. Wie genau, das kann ich jetzt noch nicht verraten, aber ich hoffe, dass es da draußen gut ankommt. Ich weiß, dass es super aussieht und bin sehr gespannt, wie das dann im Fernsehen wirkt. Okay. Und ich habe eingangs erwähnt, dass du ja auch viele Abrufe hast. Du hast ganz viele Fans all over the world, kann man ja sagen. Wie reagieren die darauf, dass du jetzt beim ESC mitmachst? Verfolgen die das und drücken dir die Daumen oder wie geht das? Wie kommt das an? Ach, die haben tatsächlich schon ganz oft immer gesagt in den letzten Jahren, hey, mach doch mal mit, das wäre doch super. Deutschland würde vielleicht mal wieder ein bisschen besser abschneiden. Und die freuen sich natürlich, nicht nur die außerhalb Deutschland, sondern auch die Leute in Deutschland, dass ich jetzt endlich mal es gewagt habe, hier mitzumachen und dass ich jetzt auch so kurz davor bin, vielleicht wirklich nach Lissabon für Deutschland zu fahren. Und die sind
voll dabei, die stehen voll hinter mir und ich hoffe, dass sie dann auch in Lissabon für mich stimmen dürfen. Gut. So, gibt's Fragen? Natürlich. Der Peter. Hey Michael, grüß dich. Hi. Mich interessiert noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte des Songs und du hast den ja wahrscheinlich, weil es ja ein sehr persönlicher Titel ist, auch mit deinem Umfeld geteilt. Wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld? Hast du viel Support bekommen, viel Bestärkung, diesen Song auszuwählen, der ja auch so ein bisschen auch eine Verletzlichkeit transportiert? Also viel Unterstützung auf jeden Fall, auch gerade von der Familie. Das ist natürlich für die ganze Familie ein Thema, was bewegt und uns auch schon seit 13 Jahren irgendwie immer emotional auch wieder ein bisschen mitnimmt. Und da war aber die Unterstützung total gut. Ich hatte ja viele Songs geschrieben für den Vorentscheid. Ich habe 10 Songs geschrieben, war praktisch den ganzen Januar nur im Studio und es gab tatsächlich viele gute Songs, meiner Meinung nach, und ich habe die Songs alle auch an meine Freunde, Familie geschickt. Und da gab es wirklich verschiedene Meinungen. Die einen fanden den Song am besten, die anderen fanden den Song am besten. Also ich hatte letztlich dann 2 Songs, zwischen denen ich mich entscheiden musste. Und den anderen hätte ich auch gerne gesungen. Und den singe ich jetzt aber noch lieber. Und das war auch der Song, der letztlich die größte Unterstützung gefunden hat. Und bin mit der Entscheidung sehr zufrieden. Die Titel sind ja jetzt seit gestern Nachmittag zu hören. Mhm. Hast du dich schon mit den ersten Reaktionen der Fans auseinandergesetzt auf den Song? Weil da gab es ja viele und vor allen Dingen viele gute. Ich versuche über mir zu sagen, lies diese Kommentare nicht, denn das kann natürlich einerseits sehr positiv sein, andererseits aber auch sehr negativ. Und ich habe es aber nicht geschafft, es nicht zu tun und habe tatsächlich auch viel gelesen und habe mich natürlich gefreut, dass das Feedback im Großen und Ganzen schon sehr positiv war und mir da durchaus auch Chancen für Donnerstag eingeräumt werden. Dadurch, dass ich aber schon viele Jahre jetzt dabei bin und auf YouTube auch Kommentare gewohnt bin, die wirklich weit unter der Gürtellinie sind, weil das ist halt das Internet und da kann jeder schreiben, was er möchte, ohne dass ein Gesicht dazu irgendwo daneben steht. Deshalb kann ich auch mit schlechten Kommentaren oder negativen Kommentaren umgehen. Und ich meine, das ist auch alles eine Geschmackssache. Also ich habe nie erwartet, dass der Song allen gefällt. Ich bin froh, dass er den meisten gefällt und hoffe, dass es Donnerstag reicht und ich dann nach Lissabon darf. Ich habe gerade mit Xavier gesprochen. Er sagte, ich hätte ihn fragen sollen, welches sein liebster Eurovision-Song derzeit ist. Und der hat jetzt 1965 einen Song genannt. Das wollen wir die Frage bei dir auch nochmal stellen. Gibt es einen Song, du hast ja dänische Wurzeln auch, ja. Gibt es einen Song aus Dänemark, jenseits der Olsen Brothers, die hast du ja vorhin gesungen, den du besonders gern magst und der dich auch mit dem ESC in Verbindung gebracht hat? Ich mochte tatsächlich Texas Lightning damals sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt hier viele Freunde finde. Bitte? Ist gut. Ist gut? Ja, also das hat mir... Ich meine jetzt einen Song aus Dänemark. Ach so, aus Dänemark. Ich meine, dadurch, dass jetzt Thomas bei mir auch mitgeschrieben hat, wie er auch beim CAW mitgeschrieben hat, also Thomas Dengård hat ja bei mir mitgeschrieben, der für Emily DeForest den Song geschrieben hat, bin ich natürlich auch bei dem Song voll dabei und finde es toll, dass er jetzt auch bei meinem Song mitgeschrieben hat. Ist ein toller Typ und vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Alles Gute. Danke sehr. Die Dame vom RBB hinten nochmal. Ja. Genau, Stichwort Lieblingssongs im weitesten Sinne. Gibt es denn unter den anderen 5 Teilnehmern jetzt einen Song, wo du auch sagen würdest, also wenn ich nicht dabei wäre, das wäre mein Favorit? Das ist echt eine fiese Frage. Ich glaube, ich sollte das auch besser nicht beantworten. Also ich habe die Songs ja auch erst gestern gehört und ich finde, man sollte Songs immer ein paar Mal hören, bevor man irgendwie ein Urteil auffällt. Das werde ich noch machen, die Zeit habe ich noch nicht gefunden. Ich habe bisher jeden Song einmal gehört und jetzt hier nochmal kurz, wie es angespielt wurde. Und dann können wir uns gerne nochmal sprechen. Also das vom ersten Hören sind alle Songs toll und haben eine Berechtigung, jetzt hier im Vorentscheid mit am Start zu sein. Und ich glaube, jeder hat eine Chance. Da wird jetzt viel darauf ankommen, wie man sich am Donnerstag auf der Bühne gibt, wie die Inszenierung ist,
Tagesform abhängig auf jeden Fall auch, wie man singt. Und bis dato finde ich alle Songs super. Also würdest du auch bei Vox Club mitfeiern im Zweifel? Du, also wenn du jetzt hier kurz nach hinten geguckt hättest, vorhin habe ich schon gut mitgedanced. Das ist ein Song, da kann man gut zu tanzen. Von daher absolut, ja. Danke. Gerne. Vorne bitte. Michael, du hast das so freundlich geschildert, dass deine eigene Fanbase, jedenfalls einige Stimmen, dich aufgefordert haben, schon länger mal am ESC oder wenigstens an einem Vorentscheid teilzunehmen. Das war ja früher nicht mal vor deiner Zeit, aber das war noch vor 10 Jahren, wesentlich anders. So die Alternative Acts und die Jüngeren, die haben das immer kalkuliert. Also Eurovision, das könnte, wenn es schief geht, auch einen Karriereknick bedeuten. Das spielt für dich keine Rolle? Also wie nimmst du das so in deiner eigenen Community, in deinen eigenen Zirkeln wahr? Also erstmal war das positiv, wirklich, das Feedback, ziemlich durchweg eigentlich. Also 1, 2 Kommentare, die sagten, oh, pass auf, nicht, dass du da irgendwie durch die letzten Ergebnisse von Deutschland in den letzten Jahren irgendwie schlecht wegkommst, solltest du nach Lissabon fahren. Aber ich habe das Gefühl, ich kann nichts verlieren und selbst wenn es so wäre, dann wäre es mir egal. Das ist ein großer Traum von mir gewesen, schon immer mal für Deutschland wirklich beim Eurovision Song Contest dabei zu sein. Von daher habe ich da überhaupt gar keine Angst und ich habe auch das Selbstbewusstsein zu sagen, dass wenn ich nach Lissabon fahren würde und man mir die Chance gibt, dass ich da durchaus auch eine wirklich sehr, sehr gute Platzierung holen würde, da würde ich jetzt meine Hand fürs Feuer legen. Da kann sich keiner was von kaufen, aber ich sage es einfach mal, also ich traue mir das zu und ich glaube, ich habe einen guten Song und man möge mir die Chance geben. Da war noch einer, in der Mitte, genau. Mhm. Ich möchte nicht mehr, okay. Sonst noch jemand? Dann würde ich auch noch mal sagen, Fotos frei. Yes. Nimmst du das? Ich kann, genau, oder so. So, Michael, du kannst gleich auf der Bühne bleiben. Jetzt bitte ich nämlich alle nochmal, alle Finalisten bitte nochmal auf die Bühne für ein Gruppenfoto.
Okay. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, natürlich auch vielen Dank an Linda Zervakis. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch noch allgemeine Fragen zum ESC gibt. Hier ist Thomas Schreiber mit mir, kann auch gleich eigentlich nach oben kommen. Ja, super. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es noch die eine oder andere Frage gibt. Da vorne geht's schon los. Hinter Ihnen ist das Mikro. Ja, vielen Dank. Thorsten Keller, Kölner Stadtanzeiger. Herr Schreiber, ich habe mich gefragt, wie Sie mit 6 Songs à 3 Minuten 90 Minuten Sendezeit füllen wollen. Wie viele Schnelldurchläufe muss der Zuschauer denn erdulden am Donnerstagabend? Die Sendung wird ja ein bisschen länger als 90 Minuten sein, wenn ich das sagen darf. Warten Sie mal ab, wir werden insgesamt eine 20-minütige Voting-Phase haben. Die haben wir auf 20 Minuten festgelegt, weil wir auf Anraten von Digame Mobile, unserem Abstimmungspartner, der das ja auch beim internationalen ESC macht, weil Sie ja wissen, dass im Netz immer nur eine bestimmte Anzahl von Anrufen pro Sekunde kommen kann und daher kamen die 20 Minuten. Sie werden es am Donnerstag sehen, aber wir kommen derzeit auf irgendwo zwischen 105 und 120 Minuten Sendezeit. Also ich sage das so ungenau, weil ich schlicht und einfach es nach der Generalprobe genauer weiß. Ich weiß, was wir auf dem Papier haben und live ist halt manchmal immer noch mal ein bisschen anders. Aber es wird mehrere Schnelldurchlaufe geben, aber während der 20 Minuten gibt es ja auch noch ein Interval-Act und vielleicht noch eine Matz und irgendwas Überraschendes, hoffe ich jedenfalls. Peter Renzmann hat schon das Mikro in der Hand. Vielen Dank. Herr Schreiber, ich wollte mal an die Voting-Phase anknüpfen. Es wird ja 3 Votings geben, also 3 verschiedene Juries und dafür braucht es dann ja auch 3 verschiedene Menschen, die das Voting verlesen, verkünden. Wer wird das sein? Ja, hilft ja nichts. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich hatte das befürchtet, nachdem ich am Wochenende im Prinzblog gelesen habe, dass Sie ja schon spekuliert haben, wer es sein könnte. Das Voting-Verfahren ist, glaube ich, allen klar. Wir haben eine internationale Jury aus Experten, die es ja jedes Jahr beim ESC gibt. Das sind alles Menschen, die für ihr Land schon einmal abgestimmt haben. Einige haben auf der Bühne gestanden. Und von den 20 gibt es eine, die in Malmö aufgetreten ist, eine Norwegerin, Margarete Berger. Die hat damals den 4. Platz gemacht. Die schätzen wir sehr. Und die wird für die internationale Fachjury, die Musikjury, die Punkte vergeben. Für die Eurovisionsjury, also die 100 Menschen, die sozusagen für den europäischen Fernsehzuschauergeschmack stehen, wird ein Mitglied dieser Eurovisionsjury sprechen, die heißt Anke Giffhorn und hat uns mit ihrer Motivation beeindruckt. Es gab einen Präsenztermin, da war sie in Thailand, zudem ist sie nach Köln geflogen. Das fanden wir bemerkenswert. Und für die Zuschauer, wer soll für die deutschen Fernsehzuschauer sprechen? Der Peter Urban ist verhindert, der muss kommentieren. Deswegen war unser Gedanke, um jemanden zu haben, der darauf hinweist, wie international die Veranstaltung ist und der auch gut Deutsch spricht und der sozusagen der Großmeister des ESC ist, haben wir Jon-Ola Sand, den Executive Supervisor der EBU, ich habe es ja eben schon gesehen, gefragt, der das gerne machen wird. Also zwei, wir sind etwas norwegisch-lastig, Entschuldigung, zwei Norweger, die Punkte verkünden werden. Peter. Darf ich noch eine zweite? Okay. Mir geht es nochmal um die Inszenierung. Wir haben ja jetzt von den Künstlern schon einiges gehört, was auf der Bühne zu sehen sein wird am Donnerstag. Gilt unverändert, dass das, was wir am Donnerstag sehen werden, möglichst nah dran an dem sein soll, was auch in Lissabon dann stattfinden wird. Ich bitte mal den Florian wieder auf die Bühne zu kommen. Das ist unser Co-Produzent, der die Bühne in Lissabon gebaut hat. Aber entworfen hat er sie. Und der für unsere Bühne hier verantwortlich ist. Und unser Gedanke war ja, dass das, was in Lissabon möglich ist, hier auch möglich sein soll. Wir haben mehrere Inszenierungsmeetings gehabt, wir haben das mit den Künstlern abgestimmt
und dabei für diese Bühne, für eine Bühne dieser Größenordnung, für Deutschland was entworfen und dabei immer im Kopf gehabt, wie kann das international dann in Lissabon umgesetzt werden? Und Ihre Frage kann Ihnen vielleicht der Florian am besten beantworten. Hab die Frage leider nicht hundertprozentig verstanden. Ich kann gerne nochmal wiederholen. Ja, gern. Also es geht darum, dass während der Roadshow Herr Schreiber erläutert hat, dass das, was übermorgen im Fernsehen zu sehen sein wird, dass das schon möglichst nah dran an dem sein soll, was dann auch der internationale Zuschauer sieht in Lissabon. Absolut. Also die Idee war natürlich, dass wir hier ähnliche Grundvoraussetzungen schaffen, wie wir sie auch in Lissabon haben werden. Das heißt, wir sind ja diesmal ein bisschen analoger, auch in Lissabon. Das war Teil des diesjährigen Konzeptes, dass wir dort eben nicht, wie es jetzt in den letzten Jahren war, eine LED-Wand als Hintergrund haben, sondern erhoffen uns, also jetzt nochmal für Lissabon gesprochen, dadurch ein bisschen mehr Vielseitigkeit zu bekommen und auch die einzelnen Delegationen anzuspornen, mal mit anderen Inszenierungsideen zu kommen und eben nicht das Ganze nur mit Video hinten zu bespielen. Das war ein Grundgedanke und diese Idee oder diese Grundvoraussetzung haben wir natürlich jetzt auch hierher geholt oder mit rübergeholt. Weil wir natürlich Dinge machen wollen, die später auch in Lissabon funktionieren. Und da ist das hier, sage ich mal, ein ganz gutes Spielfeld erstmal, um das Ganze auszuprobieren. Und entsprechend sind auch die Inszenierungen alle angelegt. Also alles, was wir hier machen, funktioniert 1:1 auch so in Lissabon. Natürlich ein bisschen größer, ein bisschen opulenter. Und die Idee war durchaus, dass wir Inszenierungsideen haben, die jetzt vielleicht noch nicht so groß und eben so perfekt sind, wie sie dann später dann in Lissabon sein werden, aber dass zumindest die Grundidee schon die gleiche ist und dass man darauf dann aufbauen kann. Das ist so der Gedanke gewesen. Vielen Dank. Gerne. Danke. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja, hinten. Danke. Auch nochmal zum Voting am Schluss. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen genauer ausführen, inwiefern Sie glauben, dass das mit diesen drei verschiedenen Komponenten funktionieren wird und auch vermittelbar ist bei den Zuschauern, dass es sich eben ein bisschen komplexer zusammensetzt. Warum glauben Sie, ist das eine gute Variante? Aus einem einfachen Grund. Wir versuchen, die Elemente, die international entscheiden, in unser Verfahren einzubauen, haben das von Anfang an getan. Zum einen die Fernsehzuschauer, die haben international 50% der Stimmen. Wir haben mit Digame Mobile und Simon Kucher und Partners, also unseren Partnern, Mathematikern und Voting-Experten, uns angeschaut, wie stimmen die internationalen Zuschauer ab und haben festgestellt, dass in Deutschland, weil hier einfach am meisten Menschen leben, das Panel am größten ist, dass in Deutschland das internationale Endergebnis in den letzten 4 Jahren immer am besten getroffen wurde. Und dann haben wir versucht, also wir haben über 100.000 Menschen angesprochen und dann in einem mehrstufigen Verfahren die 100 gesucht oder gefunden, von denen wir uns versprechen, dass sie natürlich nur basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre, dass sie sozusagen dieses Element, wofür entscheiden sich die Fernsehzuschauer international, abbilden können. Dasselbe gilt für die Jury. Es gibt in jedem Land ja eine Jury, die teilweise nach anderen Kriterien entscheiden als die Fernsehzuschauer. Manchmal ist das deckungsgleich gewesen in den vergangenen Jahren. Manchmal ging das aber auch deutlich auseinander. Und diese Faktoren versuchen wir halt durch diese beiden Jurys abzubilden. Und wir werden in der Sendung, die Menschen sind ja da. Die musikalische Fachjury wird in einem Studio sein, das wird da drüben sein, Studio E. Die Eurovisionsjury, die also für die Fernsehzuschauer steht, wird auch dort sein. Und wir werden die Menschen zeigen. Und wir werden einfach sagen, so, es gibt sozusagen jeweils ein Drittel, die internationalen Zuschauer, die Fachjury und natürlich die deutschen Zuschauer. Und wann immer es zu einem Punkt Gleichstand käme, würden die deutschen Fernsehzuschauer entscheiden. Aber wir wollen diesen Faktor, worauf kommt es international an, den haben wir versucht abzubilden und den haben wir sozusagen in unseren ganzen Auswahlprozess integriert. Und wir versuchen das in der Sendung so simpel wie möglich und so kurz wie möglich und so nachvollziehbar wie möglich auch darzustellen. Heißt aber, es könnte durchaus einen Fall geben, in dem eben die Zuschauer anders das Ganze sehen als die anderen beiden
Gremien, also, dass es dann also einen Unterschied gibt und möglicherweise auch eine Aufregung, Deutschland wollte was anderes so. Also die Aufregung sehe ich jetzt noch nicht, aber unterschiedliche Kriterien kann es durchaus geben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die niedrigste Punktzahl, die es bei uns geben wird, sind 5 Punkte, die höchste 12. Es ist nicht auszuschließen, dass eine musikalische Fachjury einer Person oder einem Act 5 Punkte gibt und die europäischen Fernsehzuschauer 12. Also das ist, das werden wir sehen. Wichtig ist aber nur, wenn wir uns in der Vergangenheit, es gibt ja viele Kriterien oder viele Faktoren, wenn wir uns gefragt haben, warum hat das international nicht funktioniert, dann war halt ein Faktor, dass, oder ein Element, dass die Sichtweise international bei uns nicht immer eine Rolle gespielt hat. Und deswegen haben wir versucht, das zu, oder haben es, wir haben es ja nicht nur versucht, wir haben es ja gemacht, haben es integriert. Okay, ja, Prinz Block. Ja, Herr Schreiber, ich habe auch noch mal 2 Fragen, die bei uns in den Kommentaren gestellt wurden. Zum einen können Sie vielleicht noch mal sagen, warum die Songs jetzt schon oder erst, je nachdem von welcher Warte man sieht, 2 Tage vor der Vorentscheidung veröffentlicht wurden. Und zum zweiten ist wieder, wie auch im letzten Jahr, eine Promotour geplant mit dem Sieger dann. Also zum Veröffentlichungsdatum der Lieder war es schlicht und einfach so, dass wir mit allen Beteiligten darüber gesprochen haben, wann seid ihr fertig? Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Normalerweise, wir denken ja in erster Linie an digitale Plattformen von Spotify über iTunes und so weiter und so fort. Und normalerweise ist der Veröffentlichungszeitraum oder der Veröffentlichungstag ein Freitag. Aber am Freitag erscheinen ja nicht nur unsere 6 Lieder, da erscheinen noch andere Lieder. Und dann war die Frage, ist das schlau? Am Freitag nach der Sendung wäre ein bisschen doof. Am Freitag vor der Sendung waren noch nicht alle fertig. Welche Aufmerksamkeit findet das? Und dann haben wir den Vorschlag gemacht, lass es uns doch, man kann keine Uhrzeit eingeben. Ne? Man kann bei auf digitalen Plattformen, die halt sozusagen nicht an Zeitzonen gekoppelt sind, kann man nur ein Datum eingeben. Deswegen haben Sie ja gestern Abend, als in Neuseeland Mitternacht war, schon was hören können. Und dann haben wir halt gesagt, dann lass uns den Tag der Pressekonferenz nehmen, da sind Sie hier, der wird wahrgenommen, das ist ein Termin, zu dem die Radios das morgens spielen können, Journalisten sind da, es gibt eine gewisse Aufmerksamkeit für die Lieder. Und zwar eine Aufmerksamkeit, die vielleicht für, oder in der idealen Welt, das erwarte ich mir, für alle 6 Acts gilt und für alle 6 Lieder und eben nicht nur einen, der an einem Freitag davor vielleicht wahrgenommen wird und die anderen werden halt von anderen Neuveröffentlichungen wahrgenommen. Ne? Also so sind wir auf diesen Tag heute gekommen. Außerdem sind Sie hier, man muss ja einen Eindruck von den Songs bekommen. Wir können ja nicht eine Pressekonferenz machen und die Songs nicht vorstellen. Das ist der eine Faktor, die eine Antwort. Und die zweite Frage, helfen Sie nur, Herr Hertel. Nach der Promotour. Das werden wir setzen uns wie immer am Freitagmorgen zusammen um 10 Uhr. Also wer immer gewinnt, wird wahrscheinlich eine kurze Nacht haben. Wir sprechen danach, wir machen eine Pressekonferenz. Morgens ist das ARD Morgenmagazin, da gibt es 2 Schalten um 8:25 und 8:50 Uhr. Und danach setzen wir uns um 10 zusammen und besprechen die nächsten Schritte. Und ja, der deutsche Act wird in verschiedene europäische Länder fahren und sich dort präsentieren. So, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, ich gucke einmal in die Runde. Danke ich nochmal allen ganz herzlich, dass Sie da waren. Und lade die Fotografierenden ein, aber natürlich auch die anderen, wer interessiert ist, mit uns einmal ins Studio E. Nein, sagt mir Steffi gerade. Ich lade Sie nicht ein, mit uns ins Studio E zu gehen. Okay, Moment. Das ist sonst der Knopf im Ohr, den ich jetzt gerade nicht habe. Ah, okay. Gut, es ist eigentlich nichts fertig, höre ich. Wir sind dann noch im Rohbau, von daher gehen wir da jetzt nicht rüber. Aber es war ja eh nur so gedacht, um einmal da reingucken zu können. Aber wenn die da jetzt noch bauen, dann lassen wir das lieber. Können wir denn da jetzt ins Studio, Steffi? Nicht. Okay. Auf jeden Fall sag also, ich mal dann verweisen Dank, wir kommt. Jetzt auf den Fototermin morgen. Ne? Sie wissen, morgen während der Proben können Sie fotografieren, so, nicht filmen, sondern fotografieren. Und wir sehen uns morgen wieder. Wir freuen uns. Bis dann.